ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, meine ich. Aber wenn du es tun willst, könntest du dann bitte warten, bis wir über die Bestimmung gesprochen haben? Was soll überhaupt dieser ganze Kram mit dem Vater Bestimmung? Fragt er und winkt mit seiner leeren Bierflasche nach dem Kellner. Anscheinend ignoriert er die Tatsache, dass er sich soeben in großem Stil den Status als unbeliebtester Gast des Tages verdient hat. Ich glaube, wir sollten uns irgendwo anders darüber unterhalten, schlage ich vor, als die Sirenen lauter werden. Ich hab noch nicht aufgegessen, hält Karma ungerührt dagegen, zieht ein Stück Naanbrot unter seinem linken Oberschenkel hervor und dippt es in das Lammcurry auf seiner Hose. Komm schon, beschwöre ich ihn, ergreife seine Hand und ziehe ihn vom Tisch runter. Lass uns verschwinden, bevor die Polizei auftaucht. Zu spät, sagt er. Ein Polizeiauto fährt vor, während die restlichen Gäste sich wieder ihrem Essen widmen und den Augenkontakt mit uns meiden. Der Zauber ist offenbar gebrochen. Kurz darauf erscheint der Manager auf dem Treppenabsatz, gefolgt von zwei uniformierten Polizisten. »Die da!« schreit der Manager und zeigt auf uns. Als hätte ich irgendwas damit zu tun gehabt. »Sie stören den Betrieb und vertreiben mir die Kunden!« »Entspricht das der Wahrheit?« fragt der 27-jährige, unverheiratete Polizist, der auch sein restliches Leben lang ledig bleiben wird. »Nicht so ganz«, antworte ich. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich danach sagen soll. Dies ist einer der Momente, in denen ich wünsche, ich könnte mich einfach in Luft auflösen. Vielleicht auf Hawaii, Santorin oder Jamaika vorbeischauen. Ich habe gehört, dass es im Partyhotel Hedonism 2 zu dieser Jahreszeit sehr schön sein soll. Die 42-Jährige, der Karma geraten hat, auf die Erlösung zu scheißen, zeigt auf ihn und sagt, er glaubt, er wäre das personifizierte Karma. »Stimmt das?« fragt der Polizist. »Die Kunst des Karma liegt in der Beherrschung von intelligenter Aktion und leidenschaftlicher Reaktion«, erklärt Karma und rülpst dem Polizisten ins Gesicht. Unglaublich hilfreicher Einfall in unserer Lage. »Und was ist mit Ihnen?« wendet sich der Polizist an mich und schaut mich an. »Wer glauben Sie, sind Sie?« »Ich bin nur jemand, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist.« »Richtig erkannt«, sagt der Polizist. »Lasst uns rausgehen und uns ein bisschen unterhalten, damit wir herausfinden können, wer ihr zwei wirklich seid.« »Ich bin Karma«, verkündet Karma, klettert auf den nächsten Tisch und wirft ein paar Gläser und Teller um, als er die Lotusposition einnimmt. »Ich bin wie eine Waage, »Lass uns gehen, Kumpel«, sagt der erste Polizist und packt Karma am Arm. Karma rührt sich nicht, woraufhin der zweite Polizist den Tisch umrundet und nach Karmas anderem Arm greift. »Eure Handlungen werden Folgen haben«, wettert Karma. »Ihr müsst euch meinem Willen beugen.« »Alles klar«, erwidert der erste Polizist und nimmt seine Handschellen heraus. »Und Sie müssen sich jetzt der Staatsgewalt beugen.« Schneller als man Samsara sagen kann, wird Karma auf den Bauch gedreht. Sein Gesicht landet halb auf einem Teller mit Palak-Panier und kurz darauf klicken die Handschellen hinter seinem Rücken. »Das wird euch leid tun«, warnt Karma sie, als sie ihn auf die Füße ziehen. Spinat und Käse tropfen ihm dabei vom Gesicht. »Sich mit Karma anzulegen ist eine ganz schlechte Idee.« »Und es ist eine schlechte Idee, sich mit dem New York Police Department anzulegen«, entgegnet der Polizist. Der zweite Polizist führt mich die Treppe hinab und zur Tür hinaus, vor der sich bereits eine kleine Menge von neugierigen Gaffern versammelt hat. Hinter mir wird Karma aus dem Restaurant gezerrt, der ununterbrochen dasselbe schreit. Ursache und Wirkung! Ursache und Wirkung! Als ich das letzte Mal im Kerker saß, glaubten die Menschen noch, dass die Sonne sich um die Erde drehen würde und dass öffentliche Hinrichtungen von Ketzern gute und solide Familienunterhaltung wären. Damals wurden Gefängnisse generell als Verliese bezeichnet und es war nicht ungewöhnlich, dass man seine 3x2 Meter große Luxussuite mit einem halben Dutzend Verdammter teilen musste, von denen dem einen Teil ein Bad und dem Rest ein anständiges Begräbnis gut getan hätte. Ich muss sagen, dass die Unterbringung sich seitdem bedeutend verbessert hat. Unsere Zelle misst 7x3 Meter. Eine Bank erstreckt sich über die gesamte Rückwand und in der hinteren Ecke befindet sich eine einzelne Toilette mit Waschbecken. Statt aus Dreck und Stein mit menschlichen Ausscheidungen darauf, besteht der Boden aus einer sauberen Betonplatte.
Es gibt sogar eine zentrale Klimaanlage. Und der Einzige, der hier ein Bad benötigt, ist Karma. Kann ich einen doppelten Latte Macchiato haben? Ruft Karma und presst das Gesicht gegen die Gitterstäbe. Angetrockneter Spinat und Käse kleben in seinem Haar und auf seinem T-Shirt. Nein, Moment, lieber einen geeisten Chai-Tee. Hallo, Kumpel, sagt der 39-jährige Versicherungskaufmann, der gerade seinen Job verloren hat und die geräumige Zelle mit uns teilt. Kannst du mir einen Cappuccino bestellen? Welche Größe? Groß, antwortet der Mann. Und einen großen Cappuccino, schreit Karma. Wir sind in der Ausnüchterungszelle der Polizeiwache 13, was nicht sonderlich fair ist, wenn man bedenkt, dass ich völlig nüchtern bin. Allerdings konnte ich Karma unmöglich allein lassen, denn ich musste befürchten, dass er sich einfach in Luft auflösen oder spontan selbst entzünden könnte. Also habe ich den Polizisten erzählt, ich hätte ein paar ganz besondere Brownies gegessen, gebacken nach dem Rezept der guten alten Kochbuchautorin und Haschplätzchenbäckerin Alice B. Toklas. Daraufhin haben sie mich zusammen mit Karma in die Zelle geschmissen. Die Umstände gleichen auf frappante Weise jenen meines letzten Ausflugs hinter Gitter. Damals, im späten 16. Jahrhundert, hatte Karma sich in einer Schenke in Köln betrunken und schließlich lauthals herausposaunt, wie er sich mal mit Satan unterhalten habe. Naja, klar, das stimmte schon. Ein paar Jahrhunderte zuvor hatten wir erst mit ihm zu Abend gegessen. Aber man läuft nicht herum und unterhält mit solchen Geschichten ein Heer von Menschen. Ganz besonders nicht in einem Land, in dem die Hexenjagd gerade zum neuen Massenspektakel avanciert. Es versteht sich von selbst, dass ich mich als sein Reisegefährte der Mittäterschaft schuldig gemacht hatte. Aus dem Kölner Verlies zu entkommen war recht einfach. Als die Wächter nicht hinschauten, machten wir uns unsichtbar und reisten von Deutschland aus direkt an den Strand von Barbados. Die Männer, mit denen wir die Zelle geteilt hatten, wurden gefoltert, bis sie zugaben, dass sie Hexerei benutzt hatten, um uns bei unserer Flucht zu helfen. Sie wären jedoch sowieso am Pfahl gefoltert, erwürgt und verbrannt worden. Es ist also nicht so, dass wir für sie irgendwas schlimmer gemacht hätten. »Haben Sie hier Biscotti?« fragt der betrunkene Versicherungskaufmann, dessen Name Alex Dunbar ist und der die nächsten 2 Jahrzehnte damit verbringen wird, die Grenzen seiner Intelligenz zu entdecken und Altersdiabetes zu bekommen. Karma inspiziert den leeren Flur außerhalb unserer Gemeinschaftszelle. »Ich glaube, die Baristas machen gerade alle Pause.« »Das hier ist nicht Starbucks«, wende ich ein. Karma dreht sich um und starrt mich an, als hätte ich soeben behauptet, es gäbe kein Weihnachtsmann. »Nicht?« fragt Alex. »Nein, dies ist eine Ausnüchterungszelle. Wir sind wegen Trunkenheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet worden und befinden uns deshalb im Gefängnis. Und dort werden weder Latte Macchiato und Cappuccino noch Biscotti serviert.« Alex Dunbar bricht in Tränen aus. »Schau, was du angerichtet hast«, sagt Karma, geht zu Alex hinüber, setzt sich neben ihn und legt einen Arm um seine Schultern. »Nicht genug, dass er heute seinen Job verloren hat? Nein, du musst ihm auch noch das Einzige nehmen, auf das er sich gefreut hat.« Manchmal verstehe ich Karma nicht. Ich verstehe ihn wirklich nicht. »Ist schon gut«, beruhigt Karma Alex und drückt ihn leicht an sich, um ihn zu trösten. »Die Frau, die dich gefeuert hat, wird heute auf dem Heimweg von der Arbeit vom Bus überfahren.« »Wirklich?« Alex' Stimme klingt hoffnungsvoll, seine Schluchzer verstummen. »Wirklich?« frage ich. Karma schüttelt kurz den Kopf, lange genug, damit ich es sehen kann, während Alex nichts davon mitbekommt. »Natürlich«, erwidert Karma. »Sie wird am Times Square von der Linie 42 umgenietet.« »Cool«, entgegnet Alex. »Ich möchte, dass du dich jetzt auf die Bank legst und ein wenig schläfst«, sagt Karma zu ihm. »Und wenn du aufwachst, machen wir es uns bei Cappuccino und Biscotti gemütlich.« »Wirklich?« fragt er. »Darauf kannst du wetten.« »Cool.« Karma steht auf und Alex legt sich auf die Bank. Den Kopf auf seinen Pullover gebettet, rollt er sich auf die Seite. »Hey«, meint Alex schließlich. »Woher weißt du von dem Bus?« »Weil ich Karma bin.« »Oh«, macht Alex, schiebt die Hände zwischen die Knie und schließt die Augen. Kaum eine Minute später schnarcht er leise. Karma kommt rüber und stellt sich neben mich. »Also bist du bereit für den Abgang?« »Was meinst du damit?« »Du weißt schon«,
sagt er, verschränkt die Arme wie Barbara Eden in Bezaubernde Genie und blinzelt. Los geht's! Das hier ist nicht das 16. Jahrhundert, erinnere ich ihn. Die Polizei hat unsere Ausweise, sie wissen, wo wir wohnen, und außerdem werden wir auf Video aufgenommen. Wir können nicht einfach verschwinden. Mist, gibt er zurück. Und was machen wir jetzt? Ich habe schon Gerechtigkeit verständigt, antworte ich. Hast du? Wer denn das? Direkt nachdem sie uns reingebracht haben, erkläre ich. Du hast noch von Ursache und Wirkung gefaselt und versucht, das Palak Panier aus deinen Haaren zu bekommen. Oh ja, stimmt ja. Mit den Fingern streicht er sich daraufhin über den Kopf und fischt ein paar Fetzen Spinat heraus. Was hat denn Gerechtigkeit gesagt? Er sagte, er wäre hier, sobald er sich um ein Problem im Senat gekümmert hätte. Ui, das könnte eine Weile dauern, meint Karma und setzt sich auf die Bank. Ich nehme neben ihm Platz. Bist du noch betrunken? Mit blutunterlaufenen Augen sieht er mich an. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du mir eine Frage beantworten? Er nickt. Ich werde es versuchen. Ein Stück von uns entfernt beginnt Alex lauter zu schnarchen. Was passiert, wenn jemand, der auf dem Pfad des Schicksals geboren wurde, auf den Pfad der Bestimmung gerät? Karma starrt mich an. Genauso hat Ramses II. Geguckt, als Moses den Pharao aufforderte, die Israeliten aus der Sklaverei zu entlassen. Und du fragst mich, ob ich betrunken bin? Ach, gib mir einfach eine Antwort, okay? Also, das kann gar nicht passieren, erläutert Karma. Die Prädestinationslehre legt ganz eindeutig fest, dass die auf einem bestimmten Pfad Geborenen an diesen gebunden sind. Außer natürlich, wenn Schicksal oder Bestimmung eingreifen. Ich dachte, du hättest dein Schulbuch nie aufgeschlagen. Das höre ich auch gar nicht, sagt Karma. Ich habe 3 Tage lang die Antworten für den Test auswendig gelernt. Und du erinnerst dich immer noch daran? Na klar. Komm schon, das ist nicht mal 250.000 Jahre her. Manchmal frage ich mich, ob Karma eine bipolare Störung hat oder einfach nur ein Klugscheißer ist. Aber was wäre, wenn es trotzdem passieren würde? Beharre ich. Was, wenn es passiert ist? Karma zupft ein Stück Käse aus seinem Haar. Gibt es etwas, das du mir verschweigst? Und dann erzähle ich ihm von Cliff Brooks. Und von Sarah. Und von den ganzen anderen Menschen, denen ich geholfen habe. Und davon, wie ich dabei zugesehen habe, als Marie Curie heimlich ein Milchbad genommen hat. Absolut alles strömt aus mir heraus. Hin und wieder geschieht es mit mir, wenn ich beichte. Alles oder nichts. So in der Art denke ich dann anscheinend. Du weißt, dass du dich nicht bei den Menschen einmischen solltest, sagt er. Und das von jemandem, der gerade in einem indischen Fastfood-Restaurant auf den Tisch geklettert ist und sich allen Menschen dort zu erkennen gegeben hat? Setze ich dagegen. Bei 2 von ihnen hat sich übrigens aufgrund deines Rates das Schicksal verändert. Oh, es tut mir leid, meint Karma. Mein Fehler. Aber es sollte nicht von Dauer sein. Hallo? Ich kann ihre Pfade sehen und für mich sieht die Veränderung ziemlich dauerhaft aus. Das Universum korrigiert das schon, wiegelt Karma ab. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass sie trotz der kurzzeitigen Änderungen ihrer Wege am Ende zu ihren ursprünglichen Pfaden zurückfinden werden. Es gilt auch für all die anderen Sterblichen, denen du geholfen hast. Inklusive dieses Verlierers, den du auf den Pfad der Bestimmung geschickt hast. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er wieder bei Hutas landen, um seine Freundin zu beeindrucken. Bist du dir sicher? Frage ich. Karma nickt. Du kannst nicht gegen das Universum ankämpfen, Sergio. Es korrigiert sich selbst, erfüllt sich selbst und dient sich selbst. Früher oder später endet jeder genau dort, wo er enden sollte. Das haben wir doch in universelle Gesetze durchgenommen. Kannst du dich nicht daran erinnern? Den Kurs muss ich geschwänzt haben. Es ist das Gleiche wie bei der Boxtheorie, fügt Karma hinzu. Die Boxtheorie besagt, dass Menschen Gewohnheitstiere sind. Sie sind mit ihrem Leben zufrieden, mit den Wänden, die sie um sich herum errichtet haben. Wenn sich etwas in ihrem Leben ändert und sie zu einem Tapetenwechsel zwingt, neigen sie dazu, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um in ihren alten Zustand zurückzukehren. In ihre vertrauten 4 Wände. Ich habe das bei meinen Menschen oft genug beobachtet, um zu wissen, dass es mehr ist als nur eine Theorie.
Es ist ein selbstzerstörerisches Verhaltensmuster. Profisportler und Lotteriegewinner, die plötzlich in eine Welt voller Reichtum gestoßen werden und bankrott gehen. Ledige Männer und Frauen, die der Liebe erst gar keine Chance geben, weil sie sich wohler fühlen, wenn es ihnen schlecht geht. Aufstrebende Künstler und talentierte Schreiber, die sich so sehr ans Abrackern gewöhnt haben, dass sie die Gelegenheit, einmal ganz groß rauszukommen, ungenutzt verstreichen lassen. Misserfolg ist für die Menschen oft einfacher zu akzeptieren als Erfolg. Eigentlich sollte ich erleichtert sein, dass ich mir vermutlich keine Gedanken um das Durcheinander machen muss, das ich durch die Veränderung des kosmischen Pfades von Cliff Brooks angerichtet habe. Trotzdem kann ich nicht anders. Ich fühle mich, als hätte ich ihn irgendwie hängen gelassen. Und ich beginne mich zu fragen, ob auch all die anderen Menschen, denen ich geholfen habe, wieder genau an dem Punkt landen werden, wo sie vorher gewesen sind. Verzweifelt, unerfüllt, verloren. Und langsam fange ich an zu verstehen, weshalb es Menschen so schwer fällt, mit Enttäuschungen umzugehen. Was ist, wenn das Universum es nicht korrigiert? Frage ich, eher hoffnungsvoll als besorgt. Was, wenn Cliff Brooks auf dem Pfad der Bestimmung bleibt? Nun, erwidert Karma. Die Prädestinationslehre sieht für diesen besonderen Fall nichts vor, da er nicht vorkommen sollte. Aber meiner Ansicht nach sollte die kosmische Theorie hier eine Antwort liefern können. Und die besagt, dass? Dass damit höchstwahrscheinlich eine kosmische Verschiebung verursacht wurde, die göttliches Eingreifen nötig macht. Führt Karma meinen Satz fort. Ansonsten könnte durch die entstandene Anomalie auch ein schwarzes Loch entstehen, das alles Leben ins Nichts saugt. Na also, ha, da fühle ich mich doch gleich viel besser. Natürlich, meint Karma, während er von der Bank aufsteht und rüber zur Vorderseite unserer Zelle geht, ist es nur reine Theorie. Ein paar Minuten erfüllt nichts als das Schnarchen von Alex Dunbar und die entfernten Stimmen der Insassen vom anderen Ende des Korridors unsere Zelle. Dann seufzt Karma, presst erneut das Gesicht zwischen die Gitterstäbe und ruft in den leeren Gang hinaus. Wo bleibt mein Latte? Gerechtigkeit kommt eine halbe Stunde später. Er trägt einen schwarzen Nadelstreifenanzug, eine große schwarze Gucci-Sonnenbrille und einen schwarzen Spazierstock aus Titan in der Hand. Um es auf den Punkt zu bringen, Gerechtigkeit ist ein Soziopath. Ich persönlich glaube ja, dass das ganze Sehgeschädigten-Image nichts als Show ist. Beweise habe ich dafür allerdings keine und in meiner augenblicklichen Situation bin ich ganz sicher nicht wild darauf, ihn zu überführen. In Zeiten wie diesen ist es gut, die richtigen Kontakte auf seiner Seite zu haben, die wissen, wie man mit dem System umgehen muss. Wenige Minuten nach Gerechtigkeitsankunft werden Karma und ich aus der Ausnüchterungszelle geholt und alle Anschuldigungen gegen uns werden fallen gelassen. Selbstverständlich verlangt Gerechtigkeit eine Entlohnung für seine Hilfe und sein Stillschweigen. Also überlasse ich ihm meine VIP-Plätze im Baseballstadion Wrigley Field, während Karma anbietet, ein privates Treffen mit dem Dalai Lama zu arrangieren. Pass nur auf, dass du nicht auf sein drittes Auge starrst, rät Karma ihm. Das macht ihn nämlich verlegen. Kaum sind wir draußen, lässt Gerechtigkeit Karma und mich auf den Stufen zur Wache 13 zurück, um sich mit ein paar Wahlgerätsproblemen in Florida zu befassen. Tja, hat Spaß gemacht, sage ich. Das können wir in 500 Jahren gern mal wiederholen. Karma schaut auf seine Uhr. Ich sollte wohl auch los. Hab einen ganzen Haufen unbeglichenes Karma, das ausbalanciert werden muss. Das ist eine glatte Untertreibung, erwidere ich und bewege mich zum Gehsteig, um mir ein Taxi zu rufen. Hey Sergio, ruft Karma mir nach. Was? Blaffe ich und drehe mich um. Verhaftet zu werden und mich mit Gerechtigkeit befassen zu müssen, verdirbt mir immer die Laune. Lass die Menschen nicht zu dicht an dich ran, meint er. Sie sind ansteckend. Technisch gesehen sind Menschen tatsächlich ein Virus. Das war eins der ersten Dinge, die wir in Ursuppe 101 gelernt haben. Das Dumme ist bloß, so ein Wissen ist eins der ersten Dinge, die du ignorierst, wenn du dich in einen von ihnen verliebst. Danke. Gebe ich zurück. Sonst noch was? Er nickt. Sei einfach vorsichtig. Und hör um Himmels Willen auf, ihn zu helfen. Man kann nie wissen, was man sich dabei einfängt.
Ein paar Tage später überprüfe ich ein paar der Pfade jener Menschen, deren Schicksalen ich auf die Sprünge geholfen habe. Nur um auf dem Laufenden zu bleiben. Dabei entdecke ich, dass Cliff Brooks keine so große Anomalie ist, wie zunächst gedacht. Die Zukunft von Nicolas Jansen, dem netten jungen Drogenabhängigen, der mich in Amsterdam niedergestochen hat und einem Kloster in Frankreich beigetreten ist, beginnt aus meinem Sichtfeld zu verschwinden. George und Carla Bear, das vormals dem Untergang geweihte Ehepaar mit der Zukunft im Sadomasochismus, schieben sich aus meinem Radarbereich. Selbst Darren Stafford, der Ex-Biologielehrer und angehende Vogelschänder, ist zu etwas bestimmt, das sich jenseits meines Einflussbereichs befindet. Als ich nun im Geiste all meine entsprechenden Fälle durchgehe, entdecke ich, dass ich es zusätzlich zu Cliff Brooks, Nicolas Jansen, Darren Stafford und George und Carla Bear bei mehr als einem Dutzend anderer Menschen geschafft habe, sie auf den Pfad der Bestimmung zu setzen. Ich muss zugeben, dass mich die Durchschlagskraft meiner Vorschläge erstaunt. Immerhin hatte ich lediglich Pfade vorgeschlagen, die nichts mit Drogensucht oder Pädophilie zu tun hatten. Anscheinend bin ich besser, als ich dachte. Natürlich standen meine Chancen, damit durchzukommen, besser, als es nur Cliff Brooks Zukunft war, die ich verändert hatte. Aber der Letzte, der einen solchen positiven Einfluss auf die Menschen hatte, war Josh. Und der hat seine Anonymität nicht wirklich wahren können. Selbst wenn Karma Recht behält und das Universum alles schließlich korrigieren und meinen Menschen dabei helfen wird, den Weg zurück zu ihren ursprünglichen Pfaden zu finden, so hat er doch nicht erwähnt, wie lange es dauern kann. Ich weiß nicht, ob Bestimmung herausfinden wird, dass ich für die Erhöhung ihres Arbeitspensums verantwortlich bin, aber letztlich muss es irgendjemand bemerken. Die Menschen verändern ihre Sterne nicht ohne eine Art von kosmischem Schubser. Und wenn Jerry entdeckt, dass ich derjenige bin, der geschubst hat, besteht eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Vorteile als Vielflieger einbüßen werde. Ich frage mich, ob ich auf zeitweilige Unzurechnungsfähigkeit plädieren kann. Ich frage mich, ob Jerry nachsichtig mit mir sein wird. Ich frage mich, ob sich der Luftverkehr seit der Hindenburg stark verbessert hat. Vermutlich sollte ich eine Zeit lang den Ball flach halten. Obwohl, es ist ja nicht so, dass ich mich tatsächlich verstecken könnte. Jerrys verfluchte Allgegenwärtigkeit. Also entschließe ich mich stattdessen, nach Los Angeles zu gehen. Da kann ich wenigstens im Smog Deckung suchen. Und das künstliche Glitzern der Designerklamotten, Luxuskarren und kosmetischen Ausbesserungen dort bereitet Jerry seit seiner Laser-OP an den Augen Probleme beim genauen Hinsehen. »Bleibst du lange fort?« fragt Sarah mich im Bett in der Nacht vor meiner Abreise. »Nur ein paar Tage«, antworte ich. »Ich kann Sarah ja nicht erzählen, dass ich mich hinter der Künstlichkeit und der Umweltverschmutzung von Hollywood vor Gott verstecke.« Also mache ich ihr vor, ich müsste ein paar Klienten an der Westküste einen Besuch abstatten. »Es gefällt mir, dass du dich so um deine Klienten bemühst, Sergio«, sagt sie. »Dass du so hart arbeitest, um zu versuchen, ihnen zu helfen. Das ist eins der Dinge, die ich am liebsten an dir mag.« »Was sind denn die anderen Dinge?«, frage ich. Sie lächelt, hebt eine Augenbraue und verschwindet unter der Decke. Und plötzlich habe ich vergessen, worüber wir eben geredet haben. Ich habe Sarah nicht angelogen, als ich ihr sagte, ich würde jemanden besuchen. Man sollte meinen, dass Wahrheit und Weisheit auf dem Gipfel eines heiligen Berges im Himalaya leben und dass man einen der einheimischen Sherpa als Führer braucht, um sie nach einem qualvollen zweiwöchigen Aufstieg endlich zu sehen. Ja, stattdessen leben sie am Mulholland Drive in den Hollywood Hills. Und man braucht einen persönlichen Fitnesstrainer und 2 Wochen Sonnenstudio, um wie sie auszusehen. Wieso sie sich gerade für Los Angeles entschieden haben? Ich weiß es nicht. Möglicherweise sind sie von dem ganzen Stadt der Engelmist angezogen worden. Andererseits kenne ich keinen Ort auf der Erde, an dem Wahrheit und Weisheit nötiger gebraucht werden als hier. Hollywood ist das Epizentrum der Kauftherapie. Ein Mikrokosmos der Konsumkultur. Das beste Beispiel dafür, wie die konstante Jagd nach mehr die Menschen davon abhält, ihre wahre innere Natur zu entdecken und ihr Leben auf ihr optimales Schicksal hinauszurichten. Nirgendwo sonst gibt es mehr materielle Ablenkungen und sozialen Druck, der die Menschen beeinflusst und sie davon abhält, ihren Weg zu finden. Einige würden behaupten, dass Las Vegas diese Auszeichnung verdient. Aber wenn man mich fragt, Vegas ist eher ein Themenpark für Erwachsene als ein kulturelles Ökosystem.
Ich hoffe nur, dass Wahrheit und Weisheit sich nicht dem Druck des Hollywood-Lifestyles ergeben haben. Sergio! Begrüßt Wahrheit mich an der Tür des 12,5 Millionen Dollar teuren Anwesens mit Fuhrpark, Tennisplatz, Swimmingpool, Sauna und einem weiten offenen Blick über das San Fernando Valley. Wahrheit entlässt mich aus einer herzlichen Umarmung. Ich freue mich, dich zu sehen, sagt er, wobei mir seine gebleichten Zähne und die künstliche Bräune nicht entgehen. So viel also zur Bodenständigkeit. Obwohl es eine Weile her ist, seit ich ihn zuletzt gesehen habe, wirkt sein Gesicht unnatürlich glatt. Entweder hat er sich ein Upgrade für seinen Menschenanzug besorgt oder er lässt sich Botox spritzen. Du siehst großartig aus, meint er, zieht mich hinein und schiebt mich den Flur entlang. Als er nicht aufpasst, schaue ich nach, ob meine Brieftasche und meine Schlüssel noch da sind. Um es auf den Punkt zu bringen, Wahrheit ist Kleptomane. Also, was gibt's Neues am Big Apple? Erkundigt er sich. Ich erzähle ihm all den Tratsch, der mir passend erscheint, während ich ihm nach draußen folge, wo Weisheit es sich mit einem Mojito und dem Ratgeber die Kraft des positiven Denkens gemütlich gemacht hat. Er unterscheidet sich nicht sehr von Wahrheit, nur dass in seinen beiden Ohrläppchen goldene Ringe funkeln. Also wenn du mich fragst, du siehst fantastisch aus, sagt Wahrheit zu mir und wendet sich dann an Weisheit. Ist doch die Wahrheit, oder? Sieht er nicht großartig aus? Ohne aufzublicken, erwidert Weisheit. Ach, Lobpreisungen sind nichts mehr als Reflexion der eigenen Wahrnehmung. Sie haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Um es auf den Punkt zu bringen, Weisheit hat einen Minderwertigkeitskomplex. Können wir heute mal nett sein? Fragt Wahrheit. Zu Ehren unseres Gastes. Ich bin immer nett, gibt Weisheit zurück, legt sein Buch zur Seite und steht aus dem Clubsessel auf, um mich zu umarmen. Möchtest du ein Mojito, Sergio? Die nächsten paar Stunden verbringen wir damit, uns mit weißem Rum mit Minzblättern zu betrinken und die alten Zeiten aufleben zu lassen. Obwohl, um ehrlich zu sein, geht es mehr ums Trinken als um den Austausch von Erinnerungen. Die meisten Menschen auf meinem Pfad haben schließlich nicht allzu viel mit Wahrheit und Weisheit am Hut. Als wir bereits angemessen angetrunken sind, schlägt Wahrheit vor, runter ins Formosa-Café zu gehen. Das Formosa ist eine unbeeindruckende, nach chinesischem Stil ganz in Rot und Ebenholz gehaltene Bar in einer heruntergekommenen Gegend von Hollywood. Zum Abend wird hier ein komplettes Menü angeboten, doch die meisten Leute in dem schwach beleuchteten Café sind wegen der Cocktails hier. Sie sitzen an der Bar und in den mit rotem Leder ausgeschlagenen Separés. Über ihren Köpfen hängen schwarz-weiß Bilder mit Autogrammen von Stars, die hier in der Vergangenheit gespeist haben. James Dean, Marilyn Monroe, Clark Gable, Paul Newman, Jack Benny, Elizabeth Taylor, Marlon Brando. Fast erwartet man, dass einer von ihnen jeden Moment durch die Tür hereinschlendert. Die meisten Leute, die herkommen, sind Stammgäste, erklärt Wahrheit, der zwischen Weisheit und mir an der Bar steht, seinen Martini trinkt und gerade nach einem Aschenbecher greift. Aber man bekommt immer noch eine gute Mischung aus neuen Pärchen und Paaren bei der ersten Verabredung geboten. Der beste Garant für einen unterhaltsamen Abend. Was meinst du damit? Frage ich und bemühe mich, die Frau zu meiner Linken auszublenden, die darüber nachdenkt, eine Rolle in einem Pornofilm anzunehmen, in dem sie Sex mit einer deutschen Dogge haben soll. Das macht er jedes Mal, schaltet Weisheit sich ein. Wenn du mich fragst, es ist kindisch. Aber über die Resultate beschwerst du dich auch nicht, setzt Wahrheit dagegen. Weisheit antwortet, indem er einen weiteren Schluck von seinem Mojito nimmt. Das Paar hinter uns, sagt Wahrheit. Ich blicke über meine Schulter auf einen Mann und eine Frau in den frühen 30ern. Beide sind ganz in Weiß gekleidet und sie teilen sich eine Flasche Cabernet. Sie sind nicht verheiratet. Das liegt noch vor ihnen, dicht gefolgt von einer ziemlich hässlichen Scheidung. Ja, vielleicht war es doch keine so gute Idee, nach Los Angeles zu kommen. Sie feiern, dass sie seit 2 Jahren zusammen sind, erklärt Wahrheit, während er ein leeres Schnapsglas in seine Manteltasche gleiten lässt. Sie hofft, dass er ihr heute einen Antrag macht, was er auch zu tun gedenkt. Allerdings gibt's da ein klitzekleines Problem. Wahrheit hebt seine rechte Hand und presst Ring und Mittelfinger gegen die Spitze seines Daumens, als würde er den Kopf eines Hasen formen.
Der kleine Finger und der Zeigefinger bilden die Ohren, mit denen er auf das Paar hinter seinem Rücken zeigt. Dann öffnet und schließt er die anderen drei Finger, als würde der Hase lautlos sprechen. 2 Sekunden später sagt der Mann hinter uns: »Ich habe mit deiner Schwester geschlafen.« Ich bin mir nicht sicher, wer von seinem Geständnis mehr überrascht ist. Er selbst oder seine Freundin. »Wie bitte?« fragt sie. Er schaut sich um, als suchte er nach Gründen für das, was da soeben passiert ist. Offensichtlich ist das keine Beichte, die er beabsichtigt hatte. Trotzdem wiederholt er seinen Satz. »Ich habe mit deiner Schwester geschlafen.« In Anbetracht seiner Kleiderwahl hat er höchstwahrscheinlich nicht damit gerechnet, heute Abend ein volles Glas Rotwein ins Gesicht geschüttet zu bekommen. »Aber wir hatten nur 3-mal Sex«, sagt er und folgt seiner schluchzenden Freundin vorbei an der Bar und durch die Eingangstür nach draußen. Kaum hat das unglückliche Pärchen das Separé geräumt, haben Wahrheit und Weisheit es auch schon in Beschlag genommen. »Funktioniert immer«, meint Wahrheit und lässt sich in das weiche rote Vinyl zurücksinken. Ein Kellner kommt mit einem Handtuch, um den Wein aufzuwischen und die Flasche und die Gläser abzuräumen. »Du hast das nur gemacht, damit der Platz frei wird?« frage ich und setze mich. »Nun, das war nicht der einzige Grund«, erwidert Wahrheit und schiebt den Salz und den Pfefferstreuer vom Tisch und in seine Tasche hinein. »Du weißt doch, früher oder später hätte er sowieso die Wahrheit sagen müssen, also kann er es ebenso gut zu einer Zeit tun, in der es uns nutzt.« »Habe ich nicht recht?« Weisheit tut, als würde ihn das Ganze nichts angehen, auch wenn er hier im Separé deutlich glücklicher wirkt als auf dem Barhocker. »Aber du hast ihre Schicksale verändert«, wende ich ein. »Jetzt heiraten die beiden natürlich nicht mehr, was bedeutet, dass sie sich auch nicht mehr scheiden lassen werden. Stattdessen wird der Freund ohne Erfolg versuchen, die Beziehung zu kitten, bevor er wieder mit der Schwester schläft, sie schwängert, sich dann von ihr trennt und nach Espen zieht, um Skilehrer zu werden. Die Freundin hingegen wird in einer Reihe von Beziehungen enden, die allesamt nicht viel besser ausgehen als diese hier. Ich kann nicht viel mehr tun, als ruhig sitzen zu bleiben. Hinter dem verlorenen Paar herzulaufen, kann ich nicht riskieren. Wenn ich mit Faulheit und Völlerei hier gewesen wäre, dann vielleicht, aber Wahrheit und Weisheit stehen vollkommen unter Jerrys Knute.« »Das tut mir leid«, meint Wahrheit. »Aus der Beziehung wäre allerdings sowieso nichts Gescheites geworden. Es ist besser, Sie wissen die Wahrheit jetzt, statt sie weiterhin zu verbergen.« »Oh, na, jetzt wirst du auch noch weise«, entgegnet Weisheit. »Wie kurios.« »Ich habe bloß meine Meinung gesagt«, gibt Wahrheit zurück. »Wieso muss ich eigentlich immer alles um dich drehen?« »Ich wollte nur sagen, dass du dich an die Dinge halten solltest, von denen du was verstehst«, sagt Weisheit. »Und um ganz ehrlich zu sein, daran habe ich meine Zweifel.« »Stellst du mich in Frage?«, fragt Wahrheit. Das unablässige Gezänk der beiden tritt zunehmend in den Hintergrund, als ich meinen Blick durch die Bar schweifen lasse. Die Schicksale der Gäste, die an der Theke lehnen oder sich in den roten Separés unter den wachsamen Augen toter Filmstars versammelt haben, vermischen sich zu einem ernüchternden Missklang, zu einer Kakophonie des Scheiterns. Unentdeckt, unerwidert, unbeschäftigt. All diese Leute hier sind keine schlechten Menschen. Von dem Sexualtriebtäter am Ende der Bar mal abgesehen, der sich als Regisseur ausgibt und K.O.-Tropfen in den Cosmopolitan des Möchtegern-Starlets kippt, an das er sich gerade ranmacht. Ich sollte Teddys Nummer wirklich wieder auf die Kurzwahltaste legen. Aber der Rest der Menschen, der Rest dieser hilflosen Sterblichen, sucht einfach nur einen Weg zum Glück. Und die meisten von ihnen kämpfen sogar hart dafür, dieses kleine Quäntchen Glück zu finden. Ihr Misserfolg, der vielen von ihnen dennoch beschieden ist, ergibt sich unter anderem aus den unfassbar hohen sozialen Erwartungen, die auf ihnen lasten. Doch der Hauptgrund für ihr Scheitern ist und bleibt der Pfad, auf dem sie wandeln. Die Hand, die ihnen diesen Pfad zugewiesen hat. Ich. Ich wende mich wieder Weisheit und Wahrheit zu, die noch immer in Endlosschleife darüber diskutieren, wer von beiden wichtiger ist. Als ob das eine Rolle spielen würde. Es liegt keine Weisheit in dem sinnlosen Leiden meiner Menschen. Und die Wahrheit ist, meine Zeit würde ich viel lieber damit verbringen, meinen Menschen zu helfen, statt sie mit engstirnigen, manipulativen Unsterblichen zu vergeuden. »Also glaubst du tatsächlich, dass Plato ein Schwachkopf war?«, fragt Weisheit.
Ich glaube gar nichts, antwortet Wahrheit. Ich weiß es. Ich entschuldige mich und tue so, als würde ich in den Waschraum gehen. Stattdessen schleiche ich mich zur Hintertür hinaus in eine dieser warmen Nächte von Los Angeles. Der Verkehr auf dem Santa Monica Boulevard dröhnt vorbei, westlich Richtung Beverly Hills, östlich Richtung Hollywood. Ich folge dem Boulevard nach Osten, kehre der Anmaßung von Beverly Hills den Rücken. Und obwohl der Verkehr relativ laut und dicht ist, kann er nicht die Erinnerungen an die Geister, die diese Stadt heimsuchen, übertönen. Nur ein paar Blocks vom Formosa entfernt kollabierte und starb der 23-jährige River Phoenix vor dem Viper Room an einer Überdosis Heroin und Kokain. Eine halbe Meile weiter, auf dem Sunset Boulevard, starb John Belushi an derselben tödlichen Kombination im Alter von 33 Jahren. Und um die Ecke erlag F. Scott Fitzgerald im Alter von 44 Jahren den Folgen von Alkoholismus und Tabakkonsum. Drei meiner Lieblingsprominenten des 20. Jahrhunderts. Und alle beendeten ihren Pfad mit mir weniger als eine halbe Meile voneinander entfernt. Es gab eine Zeit, da hätte ich einen solchen Zufall amüsant gefunden. Inzwischen löst er jedoch ein überwältigendes Gefühl des Scheiterns in mir aus. Ich hätte sie alle drei retten können. Ich hätte ihre weiteren Beiträge zu Film und Literatur genießen können. Ich hätte ihnen ein längeres, erfüllteres Leben ermöglichen können. Stattdessen stand ich daneben und habe zugesehen, wie sie sich selbst zerstörten. Auf der anderen Straßenseite entdecke ich die Frau, deren Auserwählter mehrfach mit ihrer Schwester geschlafen hat und die sich nun ein Taxi heranwinkt. Die gegenwärtige und zukünftige Enttäuschung von einem Partner schleicht vergeblich um die Frau herum, die ihm den Laufpass gegeben hat. Er versucht, sie zum Bleiben zu bewegen, entschuldigt sich mit einer Aufrichtigkeit, die schmerzhaft an Verzweiflung erinnert. Ich weiß, ich sollte sie einfach gehen lassen, ihnen zugestehen, ihre eigenen Fehler zu begehen und weitermachen. Das Problem ist nur, dass ich eine Zukunft sehen kann, in der sie zufrieden miteinander wären, in der sie glücklich wären, in der sie eine Beziehung voller Liebe und Respekt führen könnten. Jeder Mensch hat eine Wahl. Die Wahl zwischen Glück und Elend, Vergebung und Groll, Liebe und Zorn. Es gibt keine Endgültigkeit. Jede Situation erfordert einen Entschluss. Und jeder Mensch wählt selbst, wie er oder sie reagieren will. Aber viel zu oft entscheiden sich die Menschen dafür, sich elend zu fühlen. Viel zu oft entscheiden sie sich dafür, einem anderen nicht zu vergeben. Viel zu oft entscheiden sie sich für den Zorn. Ich weiß, Jerry hat mir verboten, mich weiterhin einzumischen. Aber ich bin durch eine Tür gegangen. Und diese Tür ist hinter mir ins Schloss gefallen. Der Schlüssel ist fort, die Tür verriegelt. Ich kann meine Menschen, die so sehr an ihren Entscheidungen leiden, nicht länger ignorieren. Ich kann's einfach nicht. Die Westfield Mall in der Market Street in San Francisco ist ein städtisches Einkaufszentrum der gehobeneren Kategorie. Auf 9 Stockwerken bietet es dem trendigen und stilvollen Besucher 170 elegante Geschäfte und Boutiquen. Calvin Klein, Hugo Boss und Ann Taylor. Banana Republic, Tommy Bahama und Lucky Brand Jeans, Beard Papa Sweets, Godiva Chocolatier und Juicy Couture. Okay, Juicy Couture verkauft eher Modeaccessoires als Kleidung. Aber wenn 13-jährige Mädchen mit dem Wort Juicy auf ihrem Hintern herumlaufen, kommt mir der Zweck des Ganzen sowieso ziemlich zweideutig vor. Auf seinen 150.000 Quadratmetern voller Konsumentenluxus wartet die Westfield Mall auch mit einem Bloomingdale's auf, einem Nordstrom Accessoirehändler, 3 BB-Modegeschäften, 9 Sonnenbrillenläden, 17 unterschiedlichen Wellness- und Beauty-Shops und 26 Juwelieren. Die Mall verfügt sogar über einen Concierge, einen Parkservice und eine hauseigene Wellness-Oase. Man sollte meinen, dass es ihnen bei all dem Geld, das sie in dieses Ding gesteckt haben, gelungen ist, Platz für einen Hotdog on a Stick oder einen Orange Julius zu finden. Weit gefehlt. Der kleinste gemeinsame Nenner in Sachen Ernährung, den ich auf der Fressmeile finden kann, sind ein Panda Express und ein Jamba Juice. Während ich also auf einem ledernen Lehnstuhl sitze, Orangenhühnchen esse und meinen Orange Dream Machine Smoothie mit zugesetztem Sojaprotein schlürfe,
beobachte ich einmal mehr die Mallsüchtigen, die mit ihren vollgestopften Taschen und Tüten an mir vorüberziehen, deren Inhalt unterm Strich nur einen Zweck verfolgt: sich von der eigenen Zukunft abzulenken. Die 52-jährige Hausfrau, die seit 6 Monaten keinen Sex mehr mit ihrem Mann hatte und über eine Affäre nachdenkt, nur um wieder die hungrige, liebende Berührung eines Mannes zu spüren. Der 29-jährige Manager von Banana Republic, der von seiner Frau nicht genug kriegen kann, sich aber fragt, ob sie außerhalb des Schlafzimmers genügend Gemeinsamkeiten für eine glückliche Ehe haben. Die 40-jährige, geschiedene Mutter 2 Kinder, die lieber bei ihrem Freund bleibt, den sie nicht liebt, als ihr Herz einem anderen Mann zu öffnen, der sie wirklich liebt. Es sieht so aus, als wären Beziehungen das Thema des Tages. Ich sehe sowas ständig. Männer und Frauen, die an stagnierenden Beziehungen festhalten oder sich entscheiden, keine neue Beziehung einzugehen, weil es einfacher ist, als allein zu sein oder von Grund auf neu zu beginnen. Und so verharren sie lieber in der Gewohnheit von etwas, das nicht funktioniert, statt den Mut aufzubringen, sich auf etwas einzulassen, das sie glücklich machen könnte. Etwas, das zu der Zukunft führen könnte, die sie sich immer erträumt haben. Etwas, das tatsächlich das Risiko eines gebrochenen Herzens beinhalten könnte. Aber sie bevorzugen die Bequemlichkeit ihrer eigenen 4 Wände. Also geben sie sich mit weniger zufrieden, als sie sich wünschen. Begnügen sich mit mittelmäßigen Beziehungen, lauwarmen Romanzen und distanzierten Bettgeschichten. Und enden schließlich hier. Oder an einem Ort wie diesem. Vielleicht an einem Ort mit einem JCPenney-Kaufhaus statt Bloomingdale's. Ganz gleich, welcher dieser Orte es ist, sie erfüllen alle denselben Zweck. Einkaufen hilft dabei, alles zu überdecken, was in einer Beziehung nicht stimmt. Es übertüncht vielleicht nicht so gut wie Sex, aber wenn du dir selbst etwas Nettes kaufen kannst, dich selbst mit einem neuen Paar Schuhe erfreust oder mit der Uhr, die du schon immer haben wolltest, oder wenn du ein paar Stunden in einer Wellness-Oase verbringst, dann fühlst du dich besser. Und das hilft dir auch, dich mit deiner Beziehung besser zu fühlen. Zumindest eine Zeit lang. Bis dir auffällt, dass du die Ursache deines eigenen Leidens lediglich verschleierst. Ich bin hier, um all dem ein Ende zu machen. Meine Damen und Herren, sage ich und stelle mich in einen Pflanzenkübel in der Mitte der Aufenthaltszone. Wohl nicht die subtilste aller Methoden, um eine Rede zu halten, aber ich habe hier einer Menge beziehungsgestörter Menschen zu helfen und ich würde das gerne in einem Abwasch erledigen. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ein paar gelangweilte Kunden schauen in meine Richtung. Der Rest ignoriert mich einfach und geht weiter zu Banana Republic oder Sunglass Hut International. Also versuche ich es von Neuem, diesmal in meiner besten Imitation von Jerry. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Dieses Mal habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Die meisten von Ihnen schauen nicht nur in meine Richtung, sondern hören auf der Stelle auf mit dem, was Sie gerade getan haben, und kommen näher. Es ist erstaunlich, was man erreichen kann, wenn man wie Gott klingt. Das Problem ist, es besteht ein himmelweiter Unterschied dazwischen, nach Jerry zu klingen und Jerry zu sein. Seine Aura kann ich einfach nicht nachahmen, egal wie viel all was auch immer ich auszustrahlen versuche. Also bleibt mir nur ein begrenztes Zeitfenster, um meinen Standpunkt darzulegen. Letztlich werden diese Menschen feststellen, dass ich ein Betrüger bin. Und deshalb muss ich ihnen ihre emotionale Misere überzeugend klargemacht haben, ehe sie mich durchschauen. Und ehe die Security auftaucht. Ihr müsst nicht leiden, rufe ich hinzu. Ihr müsst kein Leben in Selbsttäuschung führen. Ihr seid eures eigenen Glückes Schmied. Naja, entspricht zwar nicht ganz der Wahrheit, hört sich aber toll an. Na, zumindest tat es das, als ich es im Radio aufgeschnappt habe. Jetzt verrät mir allerdings ein Blick in die Gesichter der Menschen, die mich noch immer anstarren, dass sie keine Ahnung haben, wovon ich rede. Vermutlich sollte ich das Niveau senken. Seht genau hin, fahre ich fort. Ihr braucht diesen ganzen Mist nicht, um glücklich zu sein, um euch attraktiver zu fühlen, um die emotionale Leere in eurem Leben zu füllen. Ihr braucht kein Roberto Cavalli-Hemd, keine Dior-Sneakers und keine Versace-Sonnenbrille, um damit einen Ausgleich zu eurer gescheiterten Beziehung zu schaffen. Okay, der da braucht sie vielleicht.
räume ich ein und deute in der Menge auf die 32-jährige Reproduktion einer Kennpuppe mit all diesen Dingen am Körper. Aber für den Rest von euch besteht Hoffnung. Ein Stockwerk über mir entdecke ich, wie die Mall Security auf die Rolltreppe zustürmt. Du! Spreche ich einen 30-jährigen chronischen Versager an, der seiner Freundin soeben Diamantohrringe gekauft hat, weil er emotional überfordert ist und diesen vermeintlichen Fehler wieder gut machen will. Sie will keinen Schmuck. Sie will nur, dass du ehrlich und mitfühlend bist. Er schaut sich mit einem verlegenen Lächeln um. Ihr! Ich deute auf ein jung vermähltes Paar, das sich regelmäßig wegen der Toilettenbrille, wegen Supermarkteinkäufen und der alphabetischen Ordnung der CDs streitet. Es spielt keine Rolle, dass er krankhaft ordnungsfixiert ist oder dass sie ihren Mist überall herumliegen lässt. Was allerdings sehr wohl eine Rolle spielt, ist, dass ihr euch akzeptiert, nicht trotz, sondern wegen eurer Fehler. Er hat recht, erwidert sie und blickt ihren Ehemann an. Was auch immer, murmelt er, dreht sich um und geht weg. Die Miene seiner Frau verrät den Beginn eines weiteren Streitgesprächs, als sie ihm schließlich folgt. Zumindest habe ich's versucht. Aus dem Augenwinkel erkenne ich, dass die Sicherheitsleute sich allmählich einen Weg die Rolltreppe hinabbahnen. Und, du? Sage ich und zeige auf die 40-jährige geschiedene Mutter von zwei Kindern, die der Sicherheit den Vorzug vor dem Risiko der wahren Liebe gegeben hat. Vergiss deinen faulen Freund und öffne dein Herz deinem Mitbewohner, der dich wirklich liebt. Mehr Zeit bleibt mir nicht, denn inzwischen haben mich zwei Sicherheitsbeamte erreicht und bitten mich, aus dem Blumenkübel zu steigen. Nun denn, vielen Dank, schließe ich. Ihr wart ein wundervolles Publikum. Ich hoffe, ihr habt die Show genossen. Und denkt immer daran, geht nicht im Zorn schlafen, gebt euch nie mit weniger zufrieden und esst immer schön euer Gemüse. Bei diesen Worten verbeuge ich mich und lüpfe einen imaginären Hut. Dann folge ich dem Beispiel meiner nicht vorhandenen Kopfbedeckung. Ich löse mich in Luft auf. Ich habe eine Überraschung für dich, sagt Sarah, nimmt mich bei der Hand und führt mich über die Fifth Avenue. Überraschung mag ich eigentlich nicht so sehr. Ratet mal warum. Aber an dem Tag, an dem ich aus Kalifornien zurückkomme, erklärt Sarah mir, dass ich sie zu einem bestimmten Ort begleiten müsse und dass es mir gefallen würde. Ich hoffe es. Eine Aufmunterung könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Es ist nicht so, dass ich keinen Spaß in San Francisco gehabt hätte. Nachdem ich nach Manhattan zurückgereist bin, habe ich allerdings eine kurze Überprüfung der Menschen gemacht, die ich erst vor nicht allzu langer Zeit auf den Pfad der Bestimmung gesetzt hatte. Und dabei musste ich feststellen, dass Cliff Brooks tot ist. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Zum Teufel, das habe ich nicht kommen sehen. Wenn es ihm bestimmt gewesen wäre, für eine gute Sache zu sterben, oder während er jemandem das Leben gerettet hätte, dann hätte ich es zumindest verstehen können. Aber Menschen auf dem Pfad der Bestimmung werden nicht einfach so von einer Meute hungriger Greyhounds angegriffen, während sie einen Big Mac mit Pommes essen. So schlecht habe ich mich seit den Kannibalismusvorfällen beim umherirrenden Donnertrack nicht mehr gefühlt. Wenigstens hatte ich ihnen keine Reiseroute erstellt oder Vorschläge zur Speisekarte gemacht. Sie haben ihre eigenen Fehler gemacht, und ich ließ sie gewähren. Aber bei Cliff Brooks war ich derjenige, der ihn auf den Pfad der Bestimmung gesetzt hat. Ich bin dafür verantwortlich. Ich habe ihn in den Tod geführt. Da sind wir, meint Sarah kurz, nachdem wir die Straße überquert haben, und ich stelle fest, dass wir vor dem Metropolitan stehen. Zunächst habe ich keine Ahnung, was für eine Art von Überraschung sie für mich geplant haben könnte. Dann sehe ich jedoch die Zettel an den Kartenschaltern und an der Eingangstür, die für die neue Ausstellung im Kunstmuseum werben. Die Natur des Schicksals. Du redest ständig über Schicksal und Bestimmung, erklärt Sarah, als wir die Eingangshalle betreten. Über das Konzept des vielfältigen Schicksals, darüber, wie die Leute Entscheidungen treffen, ohne über die möglichen Konsequenzen und über die Unabwendbarkeit ihres Schicksals nachzudenken. Also habe ich mir überlegt, dass du diese Ausstellung hier sicher zu schätzen weißt. Ich weiß nicht, ob zu schätzen wissen die passenden Worte sind, um meine Gefühle zu beschreiben, wenn ich eine Kunstsammlung sehe, die meine eigene Natur beschreibt. Überrascht? Fragt Sarah und drückt meine Hand. Das ist der richtige Ausdruck,
entgegne ich, setze ein überzeugendes Lächeln auf und gebe ihr einen Kuss. Du bist die Beste. Im Allgemeinen neige ich dazu, Museen zu meiden. Das liegt nicht daran, dass ich keinen Sinn für Kunst besitzen würde. Es ist nur so, dass viele der Werke in den Museen der Welt Menschen und Ereignisse zeigen, die ich kennengelernt und erlebt habe. Erinnerungen, die ich lieber nicht auffrischen würde, besonders in meinem derzeitigen Zustand. Und anscheinend haben sie all diese Werke hierher ins Metropolitan gebracht, damit ich meine wahre Natur in vollen Zügen genießen kann. Überraschung! Da ist das Bild. Der Tod des Sokrates, das letzte Abendmahl, die Entdeckung der neuen Welt, der Sturm auf die Bastille, der Untergang der Titanic, die große Depression. Mythologische Gemälde von Sisyphus, Ödipus und Prometheus. Die Büchse der Pandora, das Urteil des Paares und der Tod des Achilles. Und Dutzende andere Bilder und Porträts und Skulpturen, die Männer und Frauen dabei darstellen, wie sie Entscheidungen treffen, die ihr Leben verändern. Oder die den Augenblick zeigen, in dem diese Männer und Frauen die fatalen Auswirkungen ihrer Taten erkennen. Ja, ist ganz genau das, was ich brauchte, um mich aufzuheitern. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass einige dieser Kunstwerke eher Tod, Neid, Lust, Grausamkeit und Krieg repräsentieren. Trotzdem ist es ziemlich demütigend, mich selbst in einer derart geballten Ansammlung von Gewalttaten, Fehlern und Verzweiflung porträtiert zu sehen. »Was denkst du?«, fragt Sarah. »Ich denke, dass ich mich gleich übergeben muss. Das tue ich natürlich nicht und höre mich stattdessen sagen, es ist überwältigend.« »Ich glaube, ich habe mich selbst noch nie in diesem Licht betrachtet.« Diese Bilder lassen mich wie einen gefühllosen, gedankenlosen Bastard erscheinen, der unschuldigen Menschen unangenehme Umstände aufzwingt. Klar, die Umstände werden durch die Entscheidungen bestimmt, die meine Menschen getroffen haben. Aber ganz ehrlich, niemand will seine wahre Natur im sanften Schimmer der Museumslichter abgebildet sehen. Wirklich niemand. Was denkst du? Frage ich. Über die Sammlung? Ich nicke. Was denkst du über die Natur des Schicksals? Ich denke, dass das Schicksal launisch ist, antwortet sie. Ich denke, er genießt den Schmerz und das Leiden, das er den Menschen bringt, so als wäre es etwas, für das er geboren wurde. Ja, ich habe ihr offensichtlich die falsche Frage gestellt. Du hast er gesagt, bemerke ich. Was? Du hast er gesagt, als ob das Schicksal ein Mann wäre. Nur klar, gibt sie zurück. Nur ein Mann kann derart viel Elend und Schwermut verbreiten und scheinbar auch noch Freude daran haben. Na, dann bist du noch nie Grausamkeit begegnet, platze ich heraus. Wem? Auch nichts. Ich muss wirklich damit aufhören, meine Gedanken laut auszusprechen. Wir gehen weiter an den künstlerischen Darstellungen von Fehlentscheidungen und schlechtem Urteilsvermögen vorbei, von verlorener Hoffnung und verpassten Gelegenheiten, von Fehlschlägen und Enttäuschungen. Als wir endlich am Ende der Ausstellung angekommen sind, fühle ich mich, als hätte ich 10 Runden gegen Gewalt geboxt und wäre anschließend von Aggression vergewaltigt worden. 2 Tage später sitze ich in meinem Apartment und schaue mit Sarah zusammen fern, während ich insgeheim versuche, mit den Umständen von Cliff Brooks Tod klarzukommen. Plötzlich reißt Sarah mich aus meinen Gedanken. Schatz, bist du das? Ich schaue auf den Flatscreen, auf dem der CNN-Nachrichtensprecher von irgendeinem Wunder spricht, das in Kalifornien geschehen ist. In der Ecke des Bildschirms ist das unscharfe Foto eines Mannes zu sehen, der in einem Pflanzenkübel steht. Sein Mund ist geöffnet, die Arme sind ausgestreckt und er wirkt, als würde er predigen. Aus dieser Entfernung ist es schwer, das Gesicht genau zu erkennen, aber als ein anderes Bild derselben Person auf dem 50 Zoll großen High-Definition-Bildschirm erscheint, das vergrößert und digital bearbeitet wurde, wird augenscheinlich, dass die Person mir sehr ähnlich sieht. Ziemlich unangenehme Angelegenheit. Sieht so aus, als hätten es meine Imitation von Jerry und das anschließende Verschwinden in die nationalen Nachrichten geschafft. Dutzende von Männern und Frauen haben sich gemeldet, um mitzuteilen, dass sie von etwas Göttlichem berührt wurden, von einer Erscheinung, die zu ihren Herzen gesprochen und sie mit Liebe erfüllt habe.
Wir sprechen da aber schon von mir, oder? Sich vor einer großen Gruppe von Menschen in Luft aufzulösen, am helllichten Tag, in einem Einkaufszentrum, war vielleicht nicht die beste aller Ideen. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich etwas bewirkt habe. Dass ich eine Menge beziehungsgestörter Konsumenten dazu gebracht habe, ihr Verhältnis zueinander etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Glücklicherweise fand das Wunder der Market Street, wie sie es nennen, in San Francisco statt. Und jeder weiß, dass diese Stadt voll von Schwulen, Heiden und Liberalen ist, weshalb man ohnehin nicht alles glauben sollte, was dort angeblich passiert ist. Nebenbei bemerkt, Jerry kümmert sich nicht um Berichte von übernatürlichen Ereignissen. Es sei denn, es dreht sich um Heuschrecken, Auferstehungen oder die Chicago Cubs. Aber Jerry ist im Moment mein geringstes Problem. Sarah nimmt die Fernbedienung und stoppt die Wiedergabe per TiVo, so dass mir mein irgendwie verschwommenes, aber nichtsdestotrotz einwandfrei erkennbares Gesicht nun auf einer Fläche von 50 Zoll voll digitaler High-Definition-Technologie aufmerksam entgegenblickt. »Sag mir, dass du das nicht bist«, sagt sie. »Das bin ich nicht«, sage ich. »Ist es technisch gesehen eine Lüge, wenn man jemandem erzählt, was er hören will?« Sarah geht zum Fernseher und zeigt auf mein überlebensgroßes Bild. »Das bist nicht du!« mache ich und plötzlich muss ich lachen. Das passiert mir manchmal, wenn ich nervös bin. Oder wenn meine sterbliche Freundin meine unsterbliche Identität aufdeckt. »Findest du das witzig?« fragt sie. »Nein«, antworte ich und schüttle den Kopf. Und ich überlege, ob es ein guter Zeitpunkt ist, um sich spontan selbst zu entzünden oder ob das alles nur noch schlimmer macht. Beziehungen mit Menschen sind so kompliziert. Sergio? Vielleicht geht sie, wenn ich sie einfach ignoriere. Sergio! Vielleicht kann ich Erinnerungen zu einer selektiven Reinigung überreden. Sergio! Ja! Sage ich und schreie es hinaus. Ja, das bin ich! So viel zur spontanen Selbstentzündung. Sarah sieht mich an. Ihr Blick gleitet von meinem Gesicht zum Flatscreen und wieder zurück. Ich fühle mich, als wäre ich dabei erwischt worden, etwas äußerst Unangemessenes getan zu haben. Wie damals, als Enttäuschung mich ertappte, als ich vor einem Hochglanzbildchen von Tugend masturbiert habe. »Stimmt es, was Sie gesagt haben, über das, was du getan hast?« fragt Sarah. »Bestimmt was«, gebe ich zurück und ein kleiner, verzweifelt irrationaler Teil von mir hofft doch immer, dass sie die ganze Sache einfach fallen lässt. Sie zögert, als wäre sie sich nicht ganz sicher, ob sie die Antwort auf die nächste Frage hören will. Hast du dich wirklich in Luft aufgelöst? Nachdem ich mich unzählige Jahrhunderte mit Menschen beschäftigt habe, habe ich etwas Entscheidendes über menschliche Frauen gelernt. Es gibt gewisse Fragen, die man niemals ehrlich beantworten sollte. Sehe ich fett aus? Stellst du dir vor, wie du Sex mit anderen Frauen hast? Hast du dich wirklich in Luft aufgelöst? Obwohl ich vermute, dass es Situationen gibt, in denen zumindest bei den ersten beiden Fragen Ehrlichkeit angebracht ist, bei einem All-You-Can-Eat-Buffet zum Beispiel oder in der Playboy-Villa, erklärt es sich bei der letzten Frage von selbst. Ehrlichkeit ist hier keine Option. Auf der anderen Seite erscheint es mir absolut unmöglich, die Worte zu finden, um Sarah anzulügen. Denn ich weiß, wenn ich ihr nicht die Wahrheit sage, wird jede Zukunft, die wir miteinander haben, höchstwahrscheinlich aus vielen Gesprächen und weniger Sex bestehen. Also nicke ich nur. Wie ist das möglich? Will Sarah wissen. Ich könnte über die physikalischen Grundlagen des molekularen Transports referieren und darüber, wie meine genetische Struktur es mir ermöglicht, die Welt und das Sonnensystem in Lichtgeschwindigkeit zu bereisen. Aber das würde womöglich nur noch mehr Fragen aufwerfen. Und die Geduld für ellenlange naturwissenschaftliche Erklärungen habe ich auch noch nie gehabt. Also entschließe ich mich stattdessen, es ihr vorzuführen. »So«, antworte ich. Als ich einen Moment später hinter Sarah wieder erscheine und ihr auf die Schulter klopfe, schreit sie, dreht sich auf dem Absatz um und fällt ohnmächtig zu Boden wie ein nasser Sack. Okay, das war anscheinend keine so gute Idee.
Ein paar Minuten später kommt Sarah auf der Couch zu sich. Ich lege mein charmantestes Lächeln auf und hoffe, dass sie nicht schreit, die Polizei ruft oder mir ins Gesicht tritt. Klar, ich habe noch 9 Monate Garantie auf meinen Menschenanzug, aber Zahnersatz ist dabei nicht mit abgedeckt. Ist das wirklich passiert? Fragt sie. Ich nicke und lächle vorsichtshalber weiter. Du kannst das machen, wann immer du willst? Erkundigt sie sich. Du kannst gehen, wohin du willst? Einfach an einem Ort verschwinden und am nächsten wieder auftauchen? Ich nicke erneut. Einige lange Minuten vergehen, in denen Sarah keinen Ton von sich gibt, sondern mich nur anstarrt. Ihr Gesichtsausdruck ist so unergründlich wie ihre Zukunft. Kein Muskel bewegt sich. Sie blinzelt kaum. Als ich gerade überlege, ob sie unter Schock steht, sagt sie, »Nun, das erklärt zumindest, warum du mich nie gebeten hast, dich vom Flughafen abzuholen.« Ich lache laut auf und glaube für einen kurzen, tröstlichen Augenblick, dass nun alles in Ordnung kommen wird, dass ich ihr nicht alle Geheimnisse meiner Existenz verraten muss, bis ich feststelle, dass Sarah nicht lacht, sondern mich noch immer mit dem gleichen rätselhaften Ausdruck anstarrt. »Kommst du von einem anderen Planeten?« fragt sie. »Nein«, versichere ich. »Ich komme nicht von einem anderen Planeten.« Wie erklärt man jemandem, dass man vom Äther des Universums abstammt, ohne wie ein Verrückter zu klingen? Ich hoffe nur, dass sie mich nicht fragt, ob ich menschlich bin. »Bist du ein Mensch?« fragt sie. Ich schinde Zeit, indem ich nicht sofort antworte, und hoffe wieder besseres Wissen, dass sie darüber die Frage vergisst. »Sergio!« Ich könnte einfach von hier verschwinden, mich irgendwo verstecken und darauf warten, dass sich der Sturm irgendwann von selbst legt. »Sergio!« Ich könnte um eine Naturkatastrophe zur kurzfristigen Ablenkung beten. Aber Jerry will bestimmt eine Erklärung für diese Bitte, und ich hasse Papierkram. »Sergio!« »Nein«, sage ich, »ich bin kein Mensch.« Der Ausdruck auf ihrem Gesicht verrät mir, dass sie mit dieser Antwort nicht gerechnet hat. »Was bist du dann?« Also erzähle ich es ihr. Alles. Über meine Existenz und meine Fähigkeiten, über meine Vergangenheit und meine Zukunft, über meinen Menschenanzug und die Serie meiner erotischen Affären. Sicher. Herauszufinden, dass dein Freund mit mehr als 100.000 Frauen Sex gehabt hat, kann ein wenig niederschmetternd sein. Aber es ist mir lieber, sie erfährt es von mir. 100.000? Fragt sie. Ich zucke mit den Schultern. Na, so mehr oder minder. Ich meine mal ehrlich, der Homo sapiens ist vor etwa 200.000 Jahren zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Ich habe nur ungefähr die letzten 5.000 Jahre mit Frauen herumgemacht. Und umgerechnet auf die Lebensspanne des modernen Menschen bedeuten 100.000 Frauen, dass ich jedes zweite Jahr eine hatte. Na, natürlich beinhaltet diese Zahl nicht Bestimmung oder Lust oder Verschwiegenheit oder irgendeine meiner anderen zahlreichen Gespielinnen. Ich sehe allerdings keinen Sinn darin, Sarah damit noch weiter aufzuregen. Woher weiß ich, dass du dir das alles nicht nur ausdenkst? Will Sarah wissen. Woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Ich kann es ihr verständlicherweise nicht beweisen, indem ich ihr von ihr selbst erzähle. Also erzähle ich ihr von ihrem älteren Bruder, der im Pool ertrunken ist, als sie 3 war. Von ihren Eltern, die sich scheiden ließen, als sie 7 war. Von ihrer besten Freundin, die schwanger wurde, als Sarah 13 war. Und von ihrem Freund am College, der sie mit einer Stripperin betrogen hat. Nach ein paar weiteren Minuten des schweigenden Anstarrens sagt sie schließlich, »Also bist du wirklich Schicksal?« Ich nicke. »Was bedeutet, dass du erkennen kannst, wie mein Leben ausgehen wird?« »Nicht genau.« »Was meinst du damit?« fragt Sarah. »Das ist die Stelle, an der es kompliziert wird.« Sarah zu beichten, dass ich das Schicksal von mehr als 5,5 Milliarden Menschen kontrolliere, ist eine Sache. Und ich habe noch nicht einmal in Erwägung gezogen, ihr von Jerry zu erzählen. Sie würde ihn treffen wollen. Was natürlich unmöglich ist. Das würde nur zu Streitereien führen, weil es sich für sie bestimmt so anfühlt, als würde ich meinen, sie wäre nicht gut genug, um Gott zu treffen. Eine Unterhaltung, die ich gern komplett vermeiden würde.
Aber jemandem zu verraten, dass er für eine größere Zukunft bestimmt ist als der Großteil der menschlichen Bevölkerung, kann einen negativen Einfluss auf die Bestimmung dieser Person haben. Diese Leute fangen dann an, nach Zeichen Ausschau zu halten, verändern ihre Gewohnheiten, denken darüber nach, was passieren wird. Ein solcher kurzer Augenblick reicht aus, damit ein kosmisches Rad seine Ausrichtung verändert und der Bestimmung dieser Menschen eine andere Richtung gibt. Als ich Sarah anschaue, die auf meine Antwort wartet, weiß ich, dass ich keine andere Wahl habe. Ich werde ihr die Wahrheit sagen müssen. Ich kann deine Zukunft nicht erkennen, gebe ich zurück. Okay, größtenteils wahr. Wieso nicht? Fragt Sarah mit besorgtem Gesichtsausdruck. Stimmt etwas nicht mit mir? Daran liegt's nicht, sage ich. Du bist nicht auf meinem Pfad. Pfad? Was für ein Pfad? Was heißt das? Ich hole tief Luft und platze heraus. Das heißt, dass du auf dem Pfad der Bestimmung bist. Dann erläutere ich mein jüngstes Geständnis, indem ich ihr die Pfadtheorie erkläre und den Unterschied zwischen Schicksal und Bestimmung detailliert ausführe. Dabei unterschlage ich jedoch die Tatsache, dass ich in dem Kurs nur eine 4 hatte. Jerry war sehr enttäuscht von mir. Und zu was bin ich bestimmt? Will Sarah wissen. Da müsstest du schon Bestimmung fragen. Allerdings empfehle ich dir, sie nicht auf dieses Thema anzusprechen. Genau genommen solltest du gar nichts über sie wissen, oder mich, oder irgendwas über die Dinge, von denen wir gerade sprechen. Ich könnte große Schwierigkeiten bekommen. Na, außerdem ist Bestimmung sowieso schon nicht besonders glücklich darüber, dass ich dein Freund bin. Naja, es ist ja nicht so, dass ich morgen mit dir zum Mittagessen verabredet wäre, sagt Sarah. Du würdest dich wundern. Einige Augenblicke vergehen, bevor Sarah sich zu mir auf die Couch setzt. Sie legt die Arme um mich, hält mich fester als je zuvor. Danke, dass du mir das alles erzählt hast, flüstert sie mir ins Ohr. Ich werde dein Vertrauen nicht enttäuschen. Ich fühle mich wie ein Superheld, der gerade seine geheime Identität preisgegeben hat. Clark Kent, der beichtet, Superman zu sein. Peter Parker, der seinen inneren Spider-Man offenbart. Sarah Griffin, meine Lois Lane. Meine Mary Jane Watson. Noch während sie mich an sich drückt, meint Sarah, wieso sieht Bestimmung es nicht gern, dass du mein Freund bist? Weil sie eine selbstsüchtige Schlampe ist, antworte ich wie aus der Pistole geschossen, ohne es so richtig durchdacht zu haben. Und sie hat das Gefühl, ich würde dich davon abhalten, deine Bestimmung zu erfüllen. Sarah lehnt sich zurück und sieht mich an. Vielleicht ist es so, wie ich einmal vermutet habe, strahlt sie. Vielleicht bist du meine Bestimmung. Im Spiegel hinter Sarah sehe ich mein unscharfes Bild auf dem Flatscreen, das offenbar mit einer Handykamera aufgenommen wurde. Der Hinweis auf meine Identität, ein Gesandt von einer anonymen Quelle. Und ich frage mich unwillkürlich, was Bestimmung wohl am Montagnachmittag getrieben hat. Sarah dreht sich um und folgt meinem Blick. Wie viel Ärger wirst du deswegen bekommen? Uff, ich weiß nicht. Jerry verfolgt CNN oft mit geradezu religiöser Hingabe, aber Nachrichten dieser Art interessieren ihn eigentlich nicht so sehr. Keine Ahnung, ob er überhaupt was davon mitbekommen wird. Wer ist Jerry? Fragt Sarah. Wer? Sage ich und stelle mich dumm. Jerry, sagt sie. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, gebe ich zurück. Du hast ihn vorher schon hin und wieder erwähnt. Nein, habe ich nicht. Ist er dein Chef? Nein. Du hast mal gesagt, er würde dich an Gott erinnern. Nein, habe ich nicht. Ihre Augen weiten sich plötzlich. Ist er Gott? Nein. Er ist Gott, oder? Nein. Kann ich ihn treffen? Weil Sarah mir ständig damit in den Ohren lag, Jerry einmal persönlich treffen zu wollen, habe ich ihrem Wunsch schließlich nachgegeben und behauptet, ich würde schauen, was ich da machen ließe. Doch damit nicht genug. Sarah will jetzt alles über mich wissen. Alles. Wo ich gelebt habe, was ich gesehen habe, mit wem ich geschlafen habe. Das willst du wirklich nicht wissen, sage ich ihr. Doch, das will ich. Ich will alles über dich wissen, inklusive deiner sexuellen Vergangenheit.
Also erzähle ich es ihr. Von den Frauen im alten Griechenland, die mir die minoische Massage näher brachten. Von den ägyptischen Sklavinnen, die ich während des Baus der großen Pyramide von Gizeh flachgelegt habe. Und dass Helena von Troja gar nicht so gut im Bett war, wie man meinen könnte. Ich schaffe kaum die Hälfte der Antike und bin nicht einmal bei Kleopatra, als Sarah mir sagt, sie habe vorerst genug gehört. Puh, ich hab dich gewarnt, sage ich. Also machen wir einen Bogen um den Rest meiner 100.000 Geliebten, was völlig in Ordnung ist. Auch die ausgeglichenste menschliche Frau hat mit ihrem Selbstbewusstsein zu kämpfen, sobald sie herausfindet, dass du sowohl mit Kleopatra als auch Marie Antoinette und Queen Elizabeth geschlafen hast. Stattdessen fragt Sarah mich, wie es mir gelingt, so fit und frei von Schönheitsfehlern zu bleiben. Selbst wenn man unsterblich sei, so stellt sie sich vor, müssten die tägliche Abnutzung und die Elemente meinen Körper über einen Zeitraum von mehreren hunderttausend Jahren hinweg doch ein wenig wettergegabt aussehen lassen, oder nicht? Also erzähle ich ihr von meinem Menschenanzug. »Du willst mir also sagen, das ist kein Fleisch?« fragt sie und kneift mir in die wohlgeformte Brust, als ich zu Untersuchungszwecken nackt vor ihr stehe. »Nö«, erwidere ich, »es ist so eine Art weiterentwickeltes Silikon.« Allerdings mit Eigenschaften, die weit über das hinausgehen, was Menschen je erfunden haben. Sie piekst mich weiter und streicht mit ihren Händen über meinen Torso, bis sie unter meiner Taille anlangt. Wird es hier drinnen warm oder kommt nur mir das so vor? Also, das hier ist nicht echt? Fragt sie und umfasst mein irrigiertes Glied mit der Neugier einer ungenierten Jungfrau. Ich fühle mich wie ein großes Spielzeug in der Warenauslage. Aber ich beschwere mich nicht. Es ist... nicht wirklich. Eine Frage der... Echtheit? Erwidere ich und beiße mir auf die Lippe, als sie die Finger über meine Erektion gleiten lässt. Entscheidender ist doch... ob... ob... Und ich habe den Faden verloren. Es fühlt sich auf jeden Fall echt an, meint Sarah und hockt sich hin, um mich unter die Lupe zu nehmen, so nah, dass ihre Wimpern mich berühren. Ich kann keine Naht entdecken. Und allmählich glaube ich, ich hätte ihr die Wahrheit schon vor langer Zeit sagen sollen. Sarah fährt mit der Prüfung meines Menschenanzugs fort, von meinen Genitalien zu meinen Füßen, dann meine Rückseite hinauf. Ihre Hände liebkosen mich, als wäre sie eine blinde Frau, die nie zuvor den Körper eines Mannes berührt hat. Als sie wieder auf der Vorderseite angekommen ist, stellt sie sich auf die Zehenspitzen und schaut mir in die Augen. Abwechselnd in das eine und das andere. Hin und her.